Ja. Licht und Liebe euch, natürlich, ganz klar. Ich bin gerade in einem sehr schattigen Zustand. Du brauchst auf jeden Fall mal einen kurzen Stiffarm, Stummschaltung. Naja, man weiß es nicht, ne? Sieht so aus, als hätte ich was vor heute. Ne? Ja, es ist immer nur eine Fahrt. Ja, es ist sehr, sehr schade. Das Leben findet natürlich immer mal wieder einen Weg. Ein Weg findet sich immer, das ist klar. Das Leben geht aber auch seinen Weg. Ja, die Tauben bauen ihr Nest. Schade, hier oben ist sehr viel Wind. Ihr könnt mir gerne mal helfen. Wie heißt die männliche Taube? Ob ich auch ein Nest baue? Das ist eine gute Frage. Der Schatz ist hier wirklich die ganze Zeit am Arbeiten. Mein Schätzchen, na, grüß dich. Der kleine Kerl, ist auch ein feiner Kerl, ist hier unermüdlich am Arbeiten und baut und baut und baut und baut. Perfekter Platz. Aber dort ist der Wind. Der Wind weht die ganzen Äste, die er bringt, weg. Also baut er eigentlich umsonst. Und mittlerweile ist seine Lady schon hochschwanger und brütet. Es sind noch keine Eier gekommen. Jetzt frage ich mich, steige ich da mit einer Leiter hoch, ziehe mir ein paar Handschuhe an und befestige die ganzen Äste, das sind wirklich viele, viele Äste, um die Brut zu retten? Oder ist es einfach wie im Leben? Man kann nicht alle retten. Generell eine philosophische Frage. Die Sache ist, wenn ich mir Handschuhe anziehe, riecht es ja nicht nach Mensch. Wenn ich das alles dann so hinlege, dass man nichts mehr riecht, dann könnte es natürlich sein, dass die Mutter sich wieder reinsetzt und anfängt zu brüten. Es ist hier eine Windschneise. Also ich schaue mir das jetzt schon seit vielen Tagen an, vielen Wochen an. Sobald die da schlüpfen, müssen sie ja beide wegfliegen. Das heißt, je nach Situation, ich könnte ein Netz unten drunter machen. Ja, das passiert ja alles auf dem Balkon. Letztes Jahr habe ich einen kleinen Eichelhäher gefunden. Albert habe ich ihn genannt. SIP Albert. Albert hat es nicht geschafft. Ich habe mich schlau gelesen, habe versucht, ihn zu füttern. Aber Albert war schon sehr krank. Hat es leider nicht geschafft. Also Albert war ein guter, ein süßer. Da ich ja kein Vogelmännchen bin, in dem Sinne, habe ich natürlich mein Bestes getan. Ich habe ein großes Herz und möchte natürlich, wenn ich einem kleinen Leben helfen kann, möchte ich natürlich helfen. Aber leider hat es Albert nicht geschafft, trotz meiner Bemühungen. Aber so ist das mit dem Herz. Wenn man ein Herz hat für Menschen, ja, für sein Umfeld, das ist schon heavy. Ah, da ist er. Er hat rausgefunden, dass die ganzen Zweige, die er sich aus der Umgebung holt, alle runtergefallen sind. Und ich wünsche diesem Tauberich, dass er seine Nachkommen sieht, wachsen sieht. Wie natürlich positiv ich heute bin. Ich bin tatsächlich jeden Tag so positiv. Das kommt von Verlieren. Denn erst wenn du verlieren kannst, kannst du gewinnen. Jetzt guckt er mich gerade so an. Ich habe ihn auch gemalt. Er ist schön. Ich mag dich, Herr Tauberich. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Was macht die Elster hier? Ich glaube auch an dich, Elster, aber lass die Tauben in Ruhe. Ah, ist er der Schatz. Und da schaut er euch sogar an. Die Kamera ist top versteckt im Federkleid. Komm, zeig dich mal. Woher kommst du? Tolle Frage. Naja. Oh, es wird türkisch kommuniziert. Ich mag das. Yol bulabildim. Aslan, aslan. Oh. Die nette Hermes-Dame ist wieder da, glaube ich. Wie wundervoll. Die Fliegerfleißung unterwegs. Ja, die machen gerade ein X. Was ist echt schade? Komm doch mal kurz rein. Vielleicht können wir eine kurze Runde uns unterhalten. Oh, du hast ja ein tolles Profilbild. Auch geil gestern auf YouTube. Wer Deutschland regiert. Ich würde gerne Content machen. Ja, dann kennt er so einiges. So schön. Ich habe gerade einen anonymen Anruf bekommen. Das war richtig geil, Alter. Das war ein richtig geiler Anruf, Alter. Dicky Gold. Ist nur ein Ingwer-Tee, Digga. Manchmal locker. Ich habe so einen fantastischen Anruf bekommen. Ich liebe diesen Anruf. Es gibt sehr, sehr viele gute Menschen auf der Welt. Du solltest ganz kurz stumm geschaltet werden. Es ist schlauer. Ich habe hier schon ganz schön viel also die Fetzen sind wirklich, wenn man die zusammensetzt. Es ist schon einiges an Zeug. Der eine oder andere Schlauberger, wenn er das zusammensetzt, ist das schon fast ein Filter. Ja, das ist wirklich, also du bist auch lächerlich. Was du da wirklich unter den ganzen Videos schreibst, das ist wirklich lächerlich, Digga. Da fällt mir eine Riesenlast von der Seele. Es ist so geil. Jetzt ist es richtig geil, Alter. Es ist so heavy geil, Alter. Wie der Taubennacken aussieht von dem Homie, Alter. Gerade ist richtig geil, Alter. Es ist richtig geil, Alter. Woo! Wenn ihr nur wisst, Herr Diggi. Juhu! Ich hätte nie gedacht, dass es einfach mal so geil wird. Mit so einer Taube halt einfach. Weißt du, dass die Taube halt einfach hier auf dem Balkon, dass ich mal wirklich so eine Bindung aufbaue mit Tauben. Sie heißt Olaf Goff. Richtig fett, Alter. Mann, es ist so übernice. Mega chillig, Alter. Fett. Die ist so geil, Alter. Diese geile. Nee. What the fuck, Alter? Da ist eben gerade einfach irgendein geiles Ding aufgefallen. Was soll denn mit mir nicht stimmen, Digga? Schau dir mal an, wie schön die Natur ist, Alter. Der wollte mich gerade angreifen, oder was? Hier, komm rein, Digga. Ist kein Problem, Digi. Komm ruhig rein, Mann. Come on through. Come on here, man. You can chill up in here. Du meinst den Kleinen. Der ist gar nicht so klein, Digga.
Digga, als würde ich eine Taube anrotzen, was ist los mit dir, ne? Fuck you, that was slow now. You with the slung already, you're with these sex types. Oh shit, Hummel man. Gefällt mir nicht, Mensch. Du Idiot. Dein Arzt hat dich rausgeschmissen. Really? What happened? Mit Ärzten diskutiert man nicht, Digga. Die sind da für dich. Wow. Keine Macht in Drogen. Und ich rede von Kokain zuerst. Digga, mach mal kurz. Was ist los mit dir, Digga? Lass mich mal kurz dein Profilbild anschauen. Tiki, was ist nur los mit euch, Alter? Schönen guten Tag in Lavendel, erster Tag auf Periscope. Schön, dich zu sehen. Was bringt dich hierher? Und auf was für Ideen kommst du mit dem Namen? Selbstliebe auch bei dir am Start, oder wie siehst du es? Wer bist du noch? SIP, Digga. Ich wollte eigentlich gar nicht, weißt du, jetzt bringst du den Film. Weil ich habe da extreme Meinungen zu und das bringt mich halt einfach auch so eine... Aber lass uns lieber das Sägeblatt anhören. Soar in Peace. Yeah. Rate mal, was ist das hier? Was soll die sexistische Scheiße, Alter? Nein, Digga. Alter, ich hab vergessen, die meisten von euch waren wahrscheinlich noch nicht verspritzt in der Zeit. Nein, Alter. Ihr wisst doch sonst alles. Okay, ich gebe euch einen Tipp. Wer war das? Wer waren die? Nein, Digga. Das haben wir doch neulich schon durchgenommen, Digga. Ihr wisst doch alles, Digga. Okay. Wow. Okay. Sehr gut. Do you remember? Jo, aber Paulina weiß noch nicht genau, Digga. Die macht den Digga, Digga. Was ich auch interessant finde ist, was hat Seifi gesagt? Ich habe am Späti an der Ecke ein Wurmloch entdeckt. Wo laufen die rein? Ist ja ekelhaft. Du auch noch. Zum Kotzen, Alter. Ist ja ekelhaft, Alter. Du von allen Leuten, Alter. Du weißt nicht mal, dass ich ein Soundboard war. Wie oft habe ich euch dann gesagt, dass ich nicht höre, Alter. Ich höre es nicht richtig, Alter. Dann denkt doch mal nach. Wir hatten das mit dem Soundboard angefangen. Hat das nicht in Duisburg angefangen? Und dann eins und eins zusammen erzählen, Digga. Fuck you, Tama, Digga. Und dann dieses hinten rum, dieses vorne rum. Digga, yeah, ich sag, fuck. Tamar, Digga. Wie in Duisburg hat nichts angefangen. Fuck ich die Tamar. Der hat doch jemand geschrieben. Alle sind Rapper hier. Unter irgendwelchen anderen Namen. Oder deren Management. Oder irgendwelche Schlauberger von irgendwelchen Portalen. Und dann mit den Guck mal, und da bist du, Alter. Und da seid ihr. Meinst du, das triggert, oder was? Achso, komm mal rein. Achso, nee, das bist ja du. Warte mal, mit dem habe ich überhaupt keinen Bock zu sprechen, Alter. Warte mal, ganz kurz. Bumm, ciao. Stumm geschaltet, Alter. Gar keine Zeit für so einen Idioten. Alles klar? Wie geht's? Ach, du bist trotzdem da. Es könnte an der Taube liegen, die hätte Frequenzverstärker. Ich habe doch nur meine Meinung dazu gesagt. Du bist ein Idiot. Wegen der Meinung. Nein, du bist ein Idiot, weil du ein Idiot bist. Warum? Guck mal, mach doch einfacher. Nimm dir mal dein Auto oder deine Brieftaube oder was auch immer. Komm mal hierher und sag mir all das, was du online schreibst, in mein Gesicht. Ich habe ja nichts Wildes geschrieben, deswegen kann ich das machen. Guck mal, du bist ein Depp, ich will mich nicht mit dir unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie du hier drin bist, weil ich habe dich gerade nicht angenommen. Und wenn du meinst, dass du hier Glitch bist, zeige ich dir gleich mal Kitsch. Kitschkrieg? Warum bist du so eine Fotze, Alter? Ich wollte doch nur sagen... Ich will gar nicht hören, was du wolltest, Alter. Du bist für mich deine Fotze, Alter. Du würdest niemals im Leben mir in mein Gesicht... Guck mal, du hast nur einen Namen durch mich. Ja, wenn das so ist, danke dafür. Das ist mir auch egal. Du kannst... Dann mach doch mal jetzt Content. Mach doch mal deinen eigenen Channel und geh mir hier aus dem Licht, Alter. Du bist eine Fotze. Ja, Diggi, was quatschst du mich voll, Alter? Wie, was quatschst du mich voll? Warum lenkst du das Thema ab? Du nimmst mich rein zu einem Thema und fängst damit Beleidigen an. Das ist keine Beleidigung, das ist ein Fakt. Du bist ein Latz und eine Fotze. Definier mal Latz und Fotze. Guck mal, Fotze ist... Du hast keine Eier, du machst hintenrum Kacker, bist nicht Teil einer Armee. Das hat nichts mit Hass zu tun. Und du meinst, ich bin sauer auf dich. Ich dachte, wir unterhalten uns hier. Du hast eben Leute eingeladen. Ey. Komm rein, hast du gesagt. Wir können ja reden. Unterbrich mich nicht. Du bist hier niemand. Hör mal auf, an Schwänzen rumzunuckeln, Alter. Wessen? Digi, du bist ein Latz, Alter. Was ist es? Was ist es? Was gibt dir das hier alles? Digga, wir haben uns unterhalten und du hast mich reingeholt und jetzt. Es gibt nichts zu unterhalten. Kreuz zu nageln, die Sache ist, es gibt keine Unterhaltung. Guck mal, du hast doch mittlerweile eine richtige Fanbase da online. Mach doch was mit deinem Leben. Digga, weil ich mit dir spreche und einfach ein paar Sachen sage, wo du dich drüber aufregst, habe ich eine Fanbase. Also ich finde, da hast du aber mehr geleistet, um das auszunutzen mit der Fanbase. Also ich, du hast doch gesagt vom Leisten. Treibt dich an. Langweile, Entertainment. Du bist gelangweilt und du brauchst Entertainment. Das treibt dich an? Eventuell. Es könnte auch mehr sein. Was denn noch? Liebe? Der Drang nach Freiheit? Dann lass uns doch wenigstens mal vor Kamera reden. Dann haben die Leute auch dein Gesicht dazu. Dann sehen die, dass du ein Latz bist, Digga. Wie sollen die das an meinem Gesicht festmachen, ob ich ein Latz bin oder nicht? Guck mal, wenn du hier im Zimmer wärst, würdest du den Film nicht fahren. Ich würde dich reinlassen. Ganz ehrlich, du bist ja unverschämt und beleidigst mich. Pass mal auf, ich bin nicht unverschämt. Du machst dich hier zum lächerlichen Latz, Digga. Ja, das kann sein, aber ich habe dich nicht Fotze genannt. Aber ich nenne dich Fotze auch in dein Gesicht, Diggi, weil du dich so benimmst. Diggi, ich hab ja, ich könnte das auch machen.
machen, aber das ist einfach respektlos, würde ich sagen. Ich will dich, ich respektiere dich doch nicht. Ich habe null Respekt für dich, gar keinen. Das merkt man. Das ist gut, dass du das merkst. Darum geht es. Du hattest immer in der Hand, ob ich dich respektiere oder nicht. Das ist Quatsch. Das geht doch gar nicht. Weißt du, was dich eigentlich für mich interessant gemacht hat? Deine wilde, sinnlose Blockerei. Weil ich habe einmal was geschrieben, da hast du mich geblockt. Und seitdem denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dass er sich von sowas provozieren lässt. Aber du provozierst mich nicht. Ja, warum? Du bist ein dummer Idiot. Und ich frage mich, warum du Lebenszeit verschwendest mit einem Idiot sein wollen. Und warum verschwendest du Lebenszeit mit auf Periscope live gehen? Lass uns wirklich mal treffen. Lass uns ein Interview führen. Man kann übrigens die erste Folge nicht sehen, weil man nur 100 Videos zurückgucken kann. Du bist ein Idiot. Du machst das aus Langeweile und Entertainment. Das war eine Möglichkeit. Du langweilst mich. Aber es gefährlich. Ich würde gerne sehen, wie du das in Persona machst. Ob man dann auf einmal eine gepfeffert kriegt, weißt du? Nö, auf keinen Fall. Denkst du, ich bin ein Unmensch, du Idiot? Du hast doch immer rumerzählt, wie du Chanel verprügelt hast oder diesen... Ich habe das rumerzählt. Schlägerei. Guck mal, du bringst jetzt hier Namen wieder rein. Du hast schon mal erzählt, wie du andere Leute schon mal verprügelt hast. Nein, habe ich nicht. Du bist ein Idiot. Doch, hast du. Und du drohst auch regelmäßig mit... Ich drohe niemandem. Du bist ein Idiot. Du hast mir doch schon gesagt, ich soll meinen Vater mitnehmen. Dann machst du uns beide fertig. Guck mal, ich kann doch einfach ausschalten. Warum soll ich dir eine ballern, Dicker? Weiß ich nicht. Ich kann jetzt zu dir nach Hause kommen und dein ganzes Leben ficken. Mach ich aber nicht. Ich bin kein Krimineller. Wie, du willst zu mir nach Hause kommen, mein Lieber? Das ist keine Drohung. Ich könnte, wenn ich wollte. Ja, toll, ich kann doch auch zu dir kommen und irgendwelche Steine machen. Mach doch mal. Warum? Was? Wenn du mich einlädst, komme ich. Nein, so läuft das nicht. Ja, dann ist das ein Hausfriedensbruch oder Belästigung oder so. Hausfriedensbruch? Ach, du willst in meine Wohnung kommen? Außerdem hast du eben gesagt, du lässt mich hier rein für ein Interview. Guck also, mal, wenn du mich aber nicht dafür einlädst, dann geht ja dann Hausfriedensbruch. Du schwafelst mir dazwischen. Ich habe schon keinen Respekt vor dir. Du machst dich lächerlich vom ganzen Land. Ich liebe das ganze Land. Das kann ruhig über mich lachen. Ich muss ja auch mal was zurückgeben, ne? Das berührt mich. Aber warum tust du das? Ich wollte mit dir über YoMTV abrotzen. Du bist schon fast süß, Diggi. Aber die Sache ist, es ist halt kein Spaß. Und du hast eine riesengroße Fanbase jetzt. Mach doch mal was draus. Also, wenn ich Fans habe, dann ich liebe alle meine Fans. Lustig. Ja. Warum auf meine Zeit? Jetzt ist es ja unsere Zeit. Nein, das hier gehört nicht dir. Das gehört nicht mir, aber ich bin ja jetzt mit dabei. Nee, bist du nicht. Warum soll ich mich dann lächerlich machen? Du machst dich gerade lächerlich. Nein, ich bin noch nicht dabei. Guck mal, deine Psycho-Scheiße. Das ist doch keine Psycho-Scheiße. Das sind einfach nur deine Aussagen. Alter, für mich bleibst du nicht respektvoll. Du unterstellst mir Dinge, von denen du nicht weißt. Du hast keinen Plan davon, was mich antreibt. Ja, du verrätst auch nicht, ne? Guck mal, die Sache ist folgende. Hab doch die Eier und setz dich mit mir an den Tisch mit einer Kamera. Ich fass dich nicht an, ich bin kein Unmensch. Du übernimmst deren Sätze und deren Drohverhalten. Na, hallo. Das ist ich könnte bei dir vorbeikommen. Ich gib dir die Chance, dich gerade zu machen. Was soll ich dir eine pfeffern? Ich bin doch kein Kind, Alter. Ich bin ein junger Mann. Hast du noch nicht Leuten mit Schlägen gedroht? Du hast sogar Übi mit Schlägen gedroht. Es gibt nichts mehr zu reden. Stell dich oder lass es. Wie stellen? Wir haben doch hier einen Chat. Oder lass es. Also hast du mich eingeladen? Stell dich oder lass es. Nur wenn du mich einlädst, komme ich. Nein, es gibt keine Einladung. Du lädst auch nur mich ein, du lädst nicht alle ein dann. Nein, es gibt keine Einladung. Ja, dann muss ich im Stream bleiben. Guck mal, ich krieg dich nicht mal raus. Und ist das die Taube gerade? Das hast du gerade gesagt. Auf was für einem Film bist du hängen geblieben? Ich bin ja gar nicht drauf hängen geblieben, Mann. Ich hab's einfach in den Raum geworfen, weil du gerne auf sowas einsteigst. Nein, ich steige auf gar nichts ein. Das ist doch lächerlich. Und dass du dann von dir auf andere Leute schlussfolgerst, ist noch viel lächerlicher. Nee. Genau, warum? Nee, hab ich gesagt. Wie auch immer, ich höre dich nicht mal richtig. Diggi, das heißt nicht, dass wir es in den Ohren haben. Wegen dem Echo in der Wohnung. Ich weiß nicht, warum du mich nicht hörst. Ich mag dich nicht. Und du kennst mich doch gar nicht. Sag mal, ey, ich mag dich nicht. Und du redest von irgendwelchen Leuten, die ich nicht mal kenne. Aber du redest doch auch oft von Leuten, die du nicht kennst. Rede nicht, guck mal, die Sache ist, es ist schön, dass du das, dass du genießt das hier gerade. Das ist schön für dich. Ich gebe dir das auch. Du merkst es gerade. Ich könnte es jetzt beenden. Ich bin dein Ende, jetzt, wenn ich will. Aber hier. Du findest es auch interessant, stimmt's? Hier, nein, du redest mir dazwischen. Hör mir zu, Digga. Das ist dann das Ende und du kommst hier nie wieder rein. Diktatormodus. Was? Diktatormodus. Was für ein Diktatormodus? Ja, machst du gerade. Wer bin ich, dass ich irgendwas diktieren kann? Wie viel Kraft verleihst du mir? Wie viel Macht gibst du mir? Wo ist deine eigene Selbstliebe, Digga? Ich bin doch nicht dein Therapeut. Du bezahlst mir keinen Cent. Geh mal in dich. Du willst gar keinen Content. Nein, ich weiß nicht, acht Leib Liebe bin ich hier. Du redest mir dazwischen. Was für Diktator? Wenn du mir mit Block drohst oder Stummschaltung, das ist doch diktieren. Du diktatorst mich doch hier weg. Guck mal, ich gebe dir doch die Chance. Komm her!
Ist das jetzt eine Einladung? Nein, es ist keine. Ihr könnt doch alles, ihr wisst doch alles. Du und die, von denen du redest. Die wissen doch immer alles, das weißt du doch. Nein, 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 nein. Die sind uns immer auf den Fersen. Du bist schlau, Dicker. Nein, Mann, eigentlich wollte ich nur mit dir quatschen über dieses MTV-Thema. Letztes wollte ich auch über was. Ich will mit dir nicht quatschen. Also willst du mich nur annehmen, um mich dann bloßzustellen und fertig zu machen und vor der ganzen Nation als Idiot darzustellen? Wenn ich mich von dir bloßstellen lassen würde. Ach, Quatsch, das machst du. Guck mal, du erzählst doch, gestern hast du eine Stunde irgendwas erzählt, was keiner nachvollziehen kann. Du hast Klicks aufgezählt. Sag mal, und bist du blöd oder was? Und jetzt sagst du mir, ich mach mich lächerlich. Wie keiner versteht. Jetzt mal, ja, was hast du? Für andere Leute zu urteilen. Du bist der Diktator. Du bist ein Narzisst. Ich hab doch gar nichts gesagt von Narzisst. Du hast eine Batterie drinne. Du bist ein Latz. Dich kann ich nicht ernst nehmen. Das heißt, ich arbeite nur mit deinen Fetzen. Eine Sekunde. Du redest mit mir, während du im Hintergrund mit einem Bohrer rummachst. Wenn ich ein Unmensch wäre, wärst du schon nicht mehr. Wenn ich ein Gangster wäre, gäbe es kein Reden. Muss ich dir die Augen schauen dabei? Meinst du, ich bin sauer oder was? Du bist eine Fotze. Du bist hinterfotzig. Daher kommt das. Eddie,